diesem Video möchte ich dir ganz gerne zeigen, wie du eine ayurvedische Ölmassage für deine Füße zu Hause ganz einfach umsetzen kannst. Diese Ölmassage eignet sich wunderbar am Abend vor dem Schlafengehen als Ritual, denn es hilft dir dabei, dein Nervensystem zu beruhigen, herunterzufahren, dich zu erden und natürlich wirkt Öl auch sehr, sehr nährend. Es ist ein Ritual, was ganz viel im Ayurveda eingesetzt wird und ich möchte dir eine ganz einfache Variante zeigen. Was brauchst du dafür? Du brauchst zum einen ein reines Sesamöl. Das sollte entweder Raumtemperatur haben oder leicht angewärmt sein. Und wenn du möchtest, kannst du zusätzlich noch ein ätherisches Öl nehmen. Hier bietet sich Lavendel an. Davon kannst du einfach ein paar Tropfen nehmen, denn das hilft natürlich auch nochmal in die Ruhe zu kommen. Hab ein paar Handtücher bereit. Du kannst das Ganze entweder schon im oder am Bett machen, bevor du schlafen gehst, oder natürlich in deinem Badezimmer. Wie funktioniert das Ganze? Nimm ein Handtuch, leg es bereit, dass du wirklich um dich herum alles frei von dem Öl hältst und nimm dann ein wenig Öl in die Hand. Wenn du möchtest, kannst du das natürlich mit ein wenig ätherischem Öl mischen. Verreibe das Öl und setz dich dann gemütlich, bequem hin, dass du gut an deinen Fuß kommst und beginne einfach ganz bewusst und langsam den gesamten Fuß einzuölen. Du darfst deinen Fuß dabei richtig schön massieren, dass du zu den Zehen, zum Fußrücken und natürlich auch an die Sohle gehst und das Öl wirklich an alle Stellen gleichmäßig verteilst. Wenn du möchtest, kannst du dir dafür zu Hause auch ruhige Musik anmachen, sodass du wirklich in eine schöne Abendstimmung kommst. Das kannst du dann für ein paar Minuten auf der einen Seite machen und dann natürlich zum anderen Fuß wechseln, dass beide Füße gut eingeölt sind. Es empfiehlt sich danach, warme Socken anzuziehen, dass deine Füße schön warm bleiben, wenn du ins Bett gehst und das Öl natürlich etwas nachwirken kann. Im Ayurveda werden die Ölmassagen auch Abhyanga genannt. Das heißt, Abhyanga ist etwas, was ganz, ganz traditionell dort verwurzelt ist. Es wird für den ganzen Körper eingesetzt und du kannst eben für dich zu Hause diese einfache Variante für deine Füße machen, um in die Ruhe zu kommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich anschließend einen guten Schlaf.